Außer ich mache es so, werde dementsprechend dann unsichtbar für die Bombergeschwader, die uns dann gegengeschickt haben. Was ist mit deinem... Ja, ja, das ist Kochewitz schnell genug, um dann nicht getroffen zu werden. Ich vertraue! Ja genau, 9000er Reichweite. Die Zwillingskugeln. Oh! Ja. Yes, my liege. Shroud strike complete. Die Kugeln haben natürlich auch nicht getroffen. Junge! Hast nicht gemacht! Geh! Kannst du einmal scannen, damit die Leute am Nebel hier aufgedeckt sind? Und damit wir den Bonus auf die Crit kriegen? Denn dieses Escort-Schiff hat mich gerade geärgert. Okay, die Chaos-Flotte verschwindet unten im südlichen Nebel. Vorsicht, Kugel! Da schaut der Blitzbogen. Danke für die Abfangjäger. Bitte schön. Sie fängen sehr gut was ab. Ja. Halten Sie dort. Das ist in Ordnung, Sie haben abgefängt. Hallo. Oder aus Versehen beide Scanner gleichzeitig gezündet. Doppelt hält länger. Was hast du, wenn das passiert? Und Scarabeus-Schwarm. Ich kenn's ja hier nochmal für mehr Crits. Nachladen. Nachladen kannst du nicht. Stimmt, die Plattform müssen wir noch. Da hätte ich Kugeln hinschicken können, verdammt. Habe ich da die Plattform komplett ausgeschaltet. Ich hatte die Plattform auch ausgeschaltet bis gerade. Oh.
jetzt hätte es auf Dings gehen können. Kugeln, jetzt aber, ist der Blitzbogen da. Wieder etwas. Ja, scannt. Scannen wird auf jeden Fall jetzt noch was herbringen, Freunde. Red mich an etwas, was ich einfach machen könnte. Oh. Fair. Ihr habt also die Löschung gewählt. Yay! Enemy Orbital Platform silenced. Sie. Oh, wir noch eine Schlacht und dann können wir Schlachtschiffe ausheben. Yay. Ein Schlachtschiff, das einfach unsere halbe Flotte kostet. Gut, die Flotte hier muss gerade noch nicht aufgewertet werden. Und den Tabor machen wir dann Präventivschlag. Schnell speichern Tabor. Schlachtruf, es gibt ja hochsensible Daten. Yay. Sie sind so sensibel. Die Säcke nehmen wir wieder mit. Nehmen wir die Schwäche, nehmen wir die Erfahrene oder die Unerfahrene Jackal mit? Oder Erfahrene. Alles klar. Immer schön brav leveln. So, das muss auch alles schön sortiert sein. Fertigen. Nacht. Oh. Was ist? Ach, okay, Donis, oder? Oh. Was? Hm? Oh, klar. Luft, tu es nicht. Beschwer nicht ihn. Beschwöre nicht Unrealus Enginus. Warum ist dann das ein siehst du das oben in der Ecke? Bei mir ist oben in der Ecke über der Zeitleiste ein halb umgebrachtes Geschwader. Oben in der Ecke über der Zeit. Ein umgebrachtes. Da ist ein roter Balken mit fast toten, halb toten Geschwader. Nein. Nein, sehe ich nicht. Jetzt macht es mir Angst. Wollen wir neu laden? Ich habe ein Schiff bei mir bewegt. Ist es bei dir bewegt worden? Ja, aber dennoch. Was ist das für eine Zeit bei dir oben? Die Zeit da oben? 1, 34, 26, okay. 27? Bei mir auch. Okay, gut, wir sind noch synchron. Ja, aber der Balken macht mir ein bisschen Sorgen. Klingt nach einem Anzeigefehler. Der nach Rucklern in einem Ladebildschirm aufgetreten ist. Geladen. Wir wollen nicht die Schlacht schlagen, nur um danach von Unreal Engine gekillt zu werden. Schon wieder.
Ah. Hm. Oh. Hallo, Abyss. Miau. Okay. Hä? Ah ja. Alles richtig. Nachtruf. Bitte Gott. Erstmal wieder sortieren. Beckham, die Jackal. Bereit. Schlacht. Bomben sind gefährlich, ach wirklich. Aber leicht zu sehen und zu meiden, wenn man sie ausmanövriert. Blicken Sie auf ein feindliches Schiff, um sich dessen Prioritäten anzeigen zu lassen. Priorität 1 wird zuerst anvisiert. Priorität okay, ich hab das 4 immer noch oben. Als letztes. Okay, gut, dann ist das einfach so. Dann ist es dein Glücksgeschwader. Aha, das ist ein rotes Geschwader, Bruder. Das ist dein Glücksgeschwader. Jetzt ins Point. Neuladen? Nein. Okay. Wir haben ja einen Punkt direkt vor unserer Nase. Ich würde sagen, wir können damit arbeiten. As you command. The enemy has seized a strategic area. Okay, guck dir die Flotte da hinten an, die so schön geclustert ist. Ja. Wir werden sie in diesem Punkt angreifen mit Blitzbögen. In welchem Punkt? Ja, okay, in dem Punkt, okay. Aua. You have seized a strategic area. Das geht, das geht. On the march. All power to motive humans. The enemy has seized a strategic. Die müssen irgendwie immer da sein. Yes, my liege. Basisbomben. Was ein Rückruf. Hey, zumindest ich kann dein Escortschiff jederzeit zu mir rufen, Lo. Yay, das ist Freude des Jahres. Der Massenrückruf ist in der Kampagne einfach so unnötig, wenn die Flotte nicht solo unterwegs ist. Hm. Im sonstigen Spiel kann er wahrscheinlich ziemlich gut sein, aber in der Kampagne eher so. Yes, my liege. On the march. Oh. Die haben Sicht. Die haben Sicht. Haben die auch gut? Wahrscheinlich schon. Oder den Escortschiff hat uns aufgedeckt. Aber wenn ich sowieso schon gesehen werde. So, und Blitzbogen. Da ist ein Escortschiff schon direkt. Das ist eine große Chaosflotte hier. You have seized a strategic area. Andere hier unten das alles wegmachen. Skarabäus-Schwarm. Wow.
The enemy is seizing one of your strategic carriers. Aus dem Weg. The enemy has seized a strategic area. Hallo. Ja, die Drucker sind gerade wütend. Ja, merk es. Ich kann meins nicht retten. Ich kann es retten. Oder doch. Puh. Wo ist denn? Mein Schiff. Wo ist mein... Wieso ist es da? Das ist meins ja. You have accumulated 25% of strategic points. Das ist nicht, wo es mein Schiff hinge... teleportiert hatte. Oh, Dimi geht's gar nicht so gut. Pyramidale Rekonstruktion. Pyramidale Rekonstruktion. Hier rüber. Grabeus-Schwarm kann noch nicht. Ah nein, mein Deck ist beschädigt. Nachladen. Da schießen die schon über die halbe Karte. Feuer da drauf. Mach die Triebwerke weg. Mach den die Triebwerke weg. Natürlich schießt von hinten auch noch. Unglaublich. Wie viele Schiffe haben die dieses Mal? Gerade noch 3, soweit ich sehe. 4. Wir haben noch eins hier hinten. Okay, jetzt haben sie 3. Du hast richtig gezählt, Lou. Meine Uhr ging ein bisschen nach. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Wie wäre es, wenn der Feind es noch nicht tun würde? Yo. Seriously? Nein. Wirklich? Was ist denn für ein Teleport? Na komm, fahr hier durch. Mir egal. Okay, der hier geht erstmal auf reaktiven Rumpf. Ein paar Reparaturkosten sparen. Man ist relocating, ich soll es angreifen. No. Okay. It's inevitable. Ja, das Wort. 9000 Reichweite war irgendwas, was ich wollte, Spiel. Hatte ich ganz vergessen, dir zu sagen. Wo ist das Schiff mit den feindlichen Dingen? Ah, hast du. Okay.
Ja. Yes, my liege. Motive units fully engaged. What is your command? Natürlich. Hätte braucht noch so lange. Ah, Schiff regeneriert gut. Die beiden bleiben auf Nachladen. Der eine bleibt auf Reaktiv und kann von hier hinten aus schießen. Ha! I don't think so. What is your command? Kein Geschwader auf mein verdammtes Escort-Schiff. All power to motive units. Drop void anchors. Und tschüss. Eine kleine Säge durch. I serve your glory. We're doing a little bit of trolling. Strategic points. So einfach ist das jetzt. Ihre Schiffe können aufgewertet werden, um dadurch effizienter zu werden. Es wäre klug, dafür zu sorgen, dass sie intakt bleiben. Das ist sehr optional, finde ich. Besonders Cobra Widowmakers müssen nicht intakt bleiben. Deren natürlicher Aggregatzustand ist Explosion. Ah. Schiff wurde mit gewatscht, Schiff geht in die Luft. Mit etwas Glück hat es vorhin noch einen Scan rausgelassen. Ja. Und Stufe 8. Nice. 3 Schlachtpläne. Nett. Wir können jetzt Hoflotte 50 Punkte mehr mitnehmen. Nochmal 75 weitere Führungspunkte und wir können jetzt Schlachtschiffe mitbringen. Außerdem können wir noch ein weiteres Schiff kriegen. Yes. Gut, was lernen wir dann jetzt? Weißt du was? Ich glaube, es ist angebracht. Trägheitskompensator erhöht die Drehgeschwindigkeit des Schiffes um 5 Grad pro Sekunde. Das klingt nett. Abgesehen davon, auf Stufe 3 kriegen wir Antriebsdämpfer. Die Abklingzeit des Manövers Trägheitsantrieb wird um 10% reduziert. Mehr lustige Portal-Sachen. Okay, jetzt müssen wir prüfen, was wir noch so machen können, müssen, dürfen. Subjekt Diablo muss warten. Sentinel Worlds müssen gehalten werden. Und 2 Zügen kommt Chaos da an. In 3 Zügen oder 4 Zügen, je nachdem wie wir es einrichten, Imperiale Flotte da. Möglicherweise benutzen wir einfach an einigen Stellen Schlachtpläne statt Minenfelder, um die Feinde aufzuhalten. Solar Bay werden wir Angriff, das sehen wir im Einzug verhindern. Wir halten alle 3 Züge an einen Schlachtplan. Okay, ich glaube, das lohnt sich, das Tesseract-Labyrinth aufzuwerten. In der Solar Bay. Da kriegen wir alle 3 Züge einen Schlachtplan. Das ist wo? Habe ich schon gemacht in in Shensha. Habe ich nicht mitbekommen. Und sobald es dann daran geht, werden auch Verteidigungsplattformen ausgepackt, damit die Tyranniden da reinstürmen können, dann an den Dingern platzen. Okay, aber in Agrippina sieht es soweit gut aus. Wir haben noch 3 imperiale Systeme und ein Elder-System. Ja. Nächste Runde kommt. Wir werden ja
gucken, wie er gewinnt. Genau, die Tyranniden-Finnerer wahrscheinlich. Dann wiederum, die haben sich hier befestigt mit Plattformen, mit Raumstationen. Könnte also klappen. Schnell speichern. Gab es noch irgendwas anderes, was wir noch nicht getan hatten? Ich guck gerade, ob wir noch irgendwas aufwerten. Wir können noch vieles aufwerten, aber sehen nichts, was nützlich ist. Irgendwelche Flotten, irgendwelche Invasionen, worauf wir sofort reagieren müssen. Es gab doch... Es sind 3 Züge in 2 Zügen in den Void Worlds. Ja, die Flotte dafür ist ja auf dem Rückweg schon auf... Die sind Neferer schon angekommen. Ja, weil in 3 Zügen gibt es vom Imperium noch eines. Wir können Minenfeld setzen vielleicht. Da würden wir wahrscheinlich lieber Schlachtpläne benutzen. Ich glaube, die Ressourcen brauchen wir gerade eher für neue Schiffe. Okay. Schlachtpläne, wir haben 10 Stück, wir können das Zeug links und rechts rausschmeißen. Okay, dann bereit. Was ich auf jeden Fall möchte, ist, dass wir unsere vollen 10 Flotten zusammen haben. Ach komm schon! Dass wir unsere vollen 10 Flotten zusammen haben, bevor wir die Mission hier erfüllt gekriegt haben, wo wir noch neue Flotten dann kriegen. Ja. Ah ja, genau. Okay. Tut das mal. Okay. Wie viel bleibt von den Tyranniden hier übrig? Im besten Fall nix. Oh, die haben richtig gelitten. Ach, Leute. Okay, das ist eine sehr gute Sache. Ah, das ist ein bisschen tragisch, aber das ist... Auch das ist in Ordnung. Oh. Puh. Ja, da hätten wir so niemals 3 Flotten mitgebracht. Ich erinnere mich gerade einfach nur ans Imperiale durchspielen, wo wir gegen alle Tyranniden gekämpft haben. Niemand hat Tyranniden für uns ausgeschaltet. Das ist wahr. So, können wir hier noch einen coolen Admiral kriegen? 2 Züge kriegen wir neue. Ich habe das Gefühl, ein weiterer Admiral mit der Kugel der Wiederbelebung wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht hier. Also würde ich sagen, gebe ich 410. Wie, was? Der Admiral würde 410 kosten. Wir haben 693. Gibt es irgendwelche Sachen, die wir dringender bezahlen müssen, ist gerade die Frage. Hier sind keine Tyranniden, die angreifen, oder? Hier ist Chaos. Das ist, den hier auszubilden, wäre möglicherweise Verschwendung. Was wir hier eher brauchen könnten, wären Verteidigungsplattformen, um das auszugleichen. Wo wir den Admiral gebrauchen könnten, wäre entweder in Chincha. Ja. Weil wir da in 2 Zügen noch eine weitere Chaos-Invasion haben. Tyranniden-Invasion. Mhm. Dann würde ich sagen, bilden wir den da aus. Vielleicht verzögern wir das auch noch. Schauen. Das sind alles so ganz komische Sachen hier überall. Ja. Okay, den Angriff auf Armistel könnten wir theoretisch im Zug verzögern. Hm. Würde das was helfen, ist die Frage. 2 Zügen kommen, also hinzu kommt diese Flotte nicht bis nach Finnref runter. Also die Flotte kann eigentlich direkt hier bleiben und Armistel verteidigen gehen. Dann machen wir das so. Diese Flotte geht runter nach Finnref und kann das nicht erreichen.